So, da haben wir einen. Da drüben haben wir einen. Direkt anschlagen oder anzaubern, dass wir die auf jeden Fall mitnehmen. Selbst wenn jetzt einer von hinten ankommt und einen One-Hit macht. Ja, es gibt ja manche Leute, die aus den... die noch komplett alles questen wollen. Und die gehen dann halt noch in die niedrigstufigen Gebiete und questen da weiter. Gibt's hier oben auch irgendwas? Quest oder so? Wir werden auf jeden Fall noch hier hingeschickt, aber momentan, glaube ich, ist da nichts für uns. Aber bei den ganzen Tieren, die man hier hat, hätten wir normal Küchnerei lernen müssen. Aber das habe ich, glaube ich, auch bei anderen Charakteren gesagt. Die wir während der Startgebietsphase angefangen haben. So, gehen wir mal hier rüber, gucken da nach Luchsen. Luchse, da ist einer. Da ist noch einer, der Luchse killt. Ich muss näher. Ja, ist gut. Ich bin außer Reichweite. Hallo? Einen brauchen wir noch, den sehe ich direkt da vorne. Ich muss Der ist auch nah genug gewesen. So, das war die Quest. Wollen wir schon mal welche abgeben? Oder wollen wir... Na komm, wir tun erst noch ein bisschen weiter questen. Jetzt geht's erstmal den Trollen an den Kragen. Was? Schattenzauberer 8 Stück. Kopfjäger 8 Stück. Wir brauchen Kopfjäger-Axt. Klauen von irgendwas. Ja, genau. Die Vampirfledermäuse müssen natürlich auch noch kommen. Die haben Blut geleckt. Aha. Und ich hasse Mobs, die abhauen. Das kannst du abhaken, dass du abhaust. So, da haben wir Kopfjäger. Ich bin außer Reichweite. Klaue eines Pantherlords. Wo kriegen wir denn die? Hier haben wir die Kopfjäger-Axt. Eines Pantherlords. Muss man wahrscheinlich noch tiefer rein. Ach, wir müssen die ja sowieso killen. Ich wollte jetzt eigentlich nur so lange killen, bis wir die, die 3 und 3 voll haben, aber wir brauchen ja 8 und 8. Vergesslich, vergesslich. Kommt mit dem Alter. Kommt ihr auch noch hin.
So, die haben wir fertig. 3 und 3. Und für den Rest müssen wir hier runter Richtung Sulaman. Toll. Ist das nicht schön? Ich freue mich. Aber da geben wir erstmal die Quests ab vorher, weil es kann sein, dass es dann noch heißt, töte 8 Pantherlords, töte 8 Hexer. Und ich habe keine Lust, dann nochmal dahin zu gehen. Wir brauchen jetzt noch einen Schattenzauberer und einen Kopfjäger. Okay. Also Schattenzauberer haben wir hier. Und Kopfjäger ist da drin. Und dann ist diese Quest auch beendet. Sehr schön. Jetzt geben wir die ab, dann sind wir auf jeden Fall Level 19. Also 3 Quests haben wir jetzt zum Abgeben. 5, aber 2 sind für drüben, für Tristessa. Da müssen wir schon mal nicht hoch. Das ist sehr schön. Da müssen wir auch nicht hoch. Noch schöner. Die ewige Sonne wird uns leiten. Gebiete der Seuche Einhalt. Weltenwanderin Sedina in der Enklave der Weltenwanderer in den Geisterlanden möchte, dass ihr 8 Spindelweber-Laura und 8 Vampir-Nebelfledermäuse erschlagt. Selama Ashalenore. Ehre den Sindorei. Quest beenden. Angriff auf Zepnova. Tötet 10 Pantherlords der Waldschattentrolle und 10 Verhexer der Waldschattentrolle. Und dann wieder hierher zurück. Na, was habe ich gesagt? Bringt mir Kelgaschs Kopf. Bringt den Kopf von Kelgasch, dem Boshaften, zu Hauptmann Helios hierher. Ehre den Sindorei. Der hat keine Quest mehr, aber hier oben, der hat noch eine Quest. Warum hat hier oben der noch eine Quest? Was ist? In der Würze liegt der Tod. Vergiftet die Trollnahrungsvorräte in den Lagern von Zepnova. Kehrt anschließend zurück. Sieg für sie. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. In die Höhle. Also hierher. Und machen da die Quest. Armani-Katakomben. Natürlich tot. Mumifizierter Kopfjäger. Hallo? Ist verschlossen. Ist verschlossen, das hast du von da aus gesehen. Mumifizierter Kopfjäger. Mumifizierter Kopfjäger. Geht nicht. Ist verschlossen. Hier drin ist gerade einer, der questet. So, da haben wir erstmal ein paar jetzt verbrannt. Ah, da ist noch eine Quest da hinten. Waldläuferin. Flucht aus dem Kammer. Nein. Die Gerechtigkeit wird. Ich begleite dich hier jetzt nicht raus. Ich habe hier nämlich noch was zu tun. Im Gegensatz zu dir. Wir machen das dann gleich, wenn ich hier fertig bin, ne? Außerdem brauche ich Troll-Juju. Keine Ahnung, wo ich Troll-Juju herkrieg.
von denen, okay. Boah, die haben ganz schön Schlag drauf. Also hier ist wirklich vorbei mit mehrere. So, der, der und der. Und die Dinger sind alle verschlossen. Da wären Schlüssel mit. Weil ich glaube, hier sind nämlich auch Troll-Juju drin. Alles verschlossen. So einen brauchen wir noch. Wow, 2 von 8. Wie viel haben wir jetzt gekillt? 10? Aber hier draußen... Ich weiß nicht, ob wir von denen aufkriegen. Ey! Nicht abhauen. Ja, von denen kriegen wir auch. Okay. Dann werden wir hier jetzt noch ein bisschen draußen killen und dann gehen wir zurück. Und werden bei der einen die Begleitquest annehmen. Du bleibst hier. So, da ist eine Kiste. Vielleicht ist da ja auch Troll-Juju drin. Nö. Wäre ja auch zu schön gewesen. Hier unten ist noch eine Hütte. Da ist einer... Da müsste auch einer drin sein. Und dann müssen wir wieder rein. So, zwischendurch mal eine Blitzheilung machen. Wir sind nämlich ganz schön weit runtergekommen. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir hier jetzt noch so viele Mobs wie möglich finden. Wobei, Respawn müsste eigentlich schon passiert sein. Ja, was mache ich denn? Aber mir war so... dass man früher von denen auch Schlüssel für diese Grabtruhen droppen konnte. Uiuiuiui. Nein, 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 nein. Viel zu viel. Wie wär's mal mit einem neuen Angriffszauber? Habe ich schon vor 2 Leveln gesagt. So, Troll-Juju fehlt jetzt noch eins. Und dann gehen wir direkt da rein und holen die raus. Auf dem Rausweg müssen wir sowieso wieder Trolle killen. Oi. So, da haben wir alle von. So, jetzt erstmal hier schön zack hochheilen. Puh. Ja, das war. Was ist euer Begehr? Komm, auf, raus. Unsere Feinde werden fallen. Los, auf. Könntest,
Könntest du dich bitte meinem Tempo anpassen? Immerhin hol ich dich hier raus und nicht du mich. So. Ach, auf einmal kann sie rennen. Aber auch nur so lange, bis sie nicht mehr angreift. Ja, auf, komm. Hallo. Lass uns in den Vorraum zu unserer Rechten gehen. So, komm bitte. Ich hasse das. Also Begleitquests sind wirklich das Schlimmste, wenn man sich dem Tempo der NPCs anpassen muss. Ich werde hier jetzt schon mal ein bisschen aufräumen. Ja, sie läuft dann nämlich wieder zurück und da habe ich keine Lust drauf. Die soll jetzt langsam nachkommen. In der Zwischenzeit habe ich hier die Mobs schon gekillt. Bis hier vorne müssen wir sie bringen. Normal können wir jetzt schon aufmounten, weil da wird nichts mehr großartig passieren mit ihr. Doch. So, jetzt aber. Na komm. Hallo? Genau. Wir greifen halt nochmal schnell eine Fledermaus an. Kommst du? Mann, Mann, Mann. Warum? Warum? Och komm, du kannst doch schon mal hier beendet. Zwei Stunden später. Was sucht denn hier der Magier? Der Zwerg. So, Flucht aus den Katakomben, weg mit. Troll-Juju. Ich bin ganz Ohr. Die dunkle Fürstin Schütze. Und andere Seite. Falsche Richtung. Die ewige Sonne wird so, uns leiten. So, die noch. Sehr schön. Mann, Mann, Mann.